und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute soll es um den Sigma Hollywood Kabuki Brush gehen. Bei Sigma direkt gibt es die, glaube ich, nicht mehr, aber man kann sie zum Beispiel noch bei Cosmetic for Less kaufen. Der Pinsel hat etwa 25 Euro gekostet. Das ist zwar relativ viel, aber ich finde, von einem Pinsel hat man ja auch sehr lange Zeit etwas. Von daher finde ich den Preis okay. Wie ihr sehen könnt, ist es ein sehr praktischer Pinsel, schon allein deswegen, weil er in einer Hülle komplett verpackt ist und man ihn auch super in der Handtasche transportieren kann, ohne dass einem das ganze Puder, welches natürlich immer noch im Pinsel drin ist, die Handtasche versaut. Wie ihr sehen könnt, ist der Pinsel sehr dicht gebunden. Das hat natürlich den Vorteil, dass er sehr viel Puder aufnehmen kann und das auch sehr gleichmäßig abgibt. Also das erlebt man wirklich selten, dass Pinsel so dicht und gut gebunden sind. Hier oben ist er sehr fluffig, hat aber trotzdem einen ganz passablen Widerstand. Ich benutze den Pinsel mittlerweile, glaube ich, schon über 2 Jahre. Ich habe auch noch einen anderen, damit ich immer einen für unterwegs habe und einen zu Hause. Ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen. Ich hoffe, ihr schaut euch vielleicht auch die weiteren Videos an und bis bald. Tschüss!